Eigentlich beginnt die Landesausstellung Oetscherreich ja bereits in St. Pölten beim Einstieg in die Himmelstreppe der Mariazellerbahn, wo charmante Zugbegleiterinnen uns bereits mit Informationen und Ratschlägen versorgen. Unsere erste Station ist heute die Laubenbachmühle, also die imposante Remise der Himmelstreppe, die eine der drei Hauptorte der Landesausstellung darstellt. Auch der Ortskundige stößt hier immer wieder auf Dinge, die er noch nicht weiß. Wir versucht den Menschen die Alpenregion wieder näher zu bringen. Und wir wollen hier in der Laubenbachmühle vor allem einen Blick auf das Leben der Menschen hier in dieser Region werfen. In die Ausstellung integriert sind auffällige Schilder und Postkarten, die auf die anderen Ausstellungsorte hinweisen. Wie etwa auf Neubruck bei Scheibs mit dem imposant renovierten Töpperschloss oder auf Wienerbruck, wo die Landesausstellung zum wahren Wanderreich wird, mit dem Einstieg in die Oetschergräben. Oder auf weitere 15 Orte in der Umgebung mit höchst unterschiedlichen Themen und Ausflugszielen. Die Landesausstellung Oetscherreich ist so gestaltet, sodass man sich einfach einmal dazu animiert, wirklich rauszugehen. Und nicht so, wie wir es heute machen. Wir sitzen da irgendwo auf einer Bank und schauen uns die Natur im Fernseher an. Bei der Eröffnung beleuchtete Universitätsprofessor Werner Benzing die Historie des Ausstellungsgebietes. In der vorindustriellen Zeit waren die Alpen überall besiedelt. Auch in den letzten hintersten Gräben gab es noch Bergbauernhöfe und alle Flächen, auf denen überhaupt etwas Gras wuchs, wurden genutzt. Landeshauptmann Erwin Bröll erläuterte die Hintergründe. Nach modernen Methoden, nach echten modernen Methoden, auch für die nächsten Generationen die Existenz sichern können. Auf der zweiten Seite ist natürlich dadurch zu erwarten, dass entsprechende wirtschaftliche Impulse ausgelöst werden, dass die Wertschöpfung in dieser Region steigt, dass letztendlich der Tourismus hier eine nächste Entwicklungsstufe erreichen kann und dass hier Arbeitsplätze vor Ort gesichert werden. Die Landesausstellung Oetscherreich, die Alpen und wir, läuft noch bis 1. November 2015.